Willkommen zum zweiten Teil von meinem Make-up-Decluttering. Wie ihr seht, geht es jetzt auch erstmal mit den Augen los, aber bevor ich mich an meine Mascara mache, muss ich erstmal hier die French Press runterdrücken und mir einen Schluck Kaffee einschenken. Wow, der ist irgendwie ganz schön blond geworden. Nun ja, dann fangen wir einfach mal an mit der Mascara. Und ja, diesen kleinen Wasserfleck hier, wunderschön. Mein Problem mit meiner ganzen Mascara ist momentan, dass ich gar nicht so zufrieden bin. Ich war ja super zufrieden mit der neuen hier. Allerdings, seitdem sie jetzt ein bisschen länger offen ist, hat sie diesen Effekt, den ich so toll fand, ziemlich schnell verloren. Und ich habe gerade eigentlich mit jeder Mascara, die ich benutze, und das war jetzt auch noch die hier, die ich ausprobiert habe von H&M, die Maximalist Mascara. Da habe ich immer jeweils ziemlich schnell so Fallout und Krümel unter den Augen. Vielleicht könnt ihr mir ja mal eine Mascara empfehlen. Das muss vermutlich eine wasserfeste sein. Und dann probiere ich die gerne mal aus. Die hier habe ich schon sehr, sehr lange. Die behalte ich jetzt trotzdem noch wegen dem Primer, der hier an der einen Seite ist. Weggeben tue ich aber auf jeden Fall die hier. Die behalte ich jetzt auf jeden Fall noch, weil ich sie so gut fand und damit ich sie dann vielleicht notfalls nach dem Packaging nachkaufen kann. Und eben, falls ich jetzt ja auch sofort nichts Neues finde, dass ich einfach noch was habe zum Übergang. Dann die zwei habe ich nur einmal ausprobiert und irgendwie habe ich denen keine richtige Chance gegeben. Deswegen werde ich die beide nochmal ausprobieren, bevor ich die eventuell wegtue. Das ist die The Falsies Push-Up Drama von Maybelline und die Roller Lash von Benefit. Und dann habe ich hier noch zwei Minis. Da tue ich die hier. Die war, glaube ich, von Givenchy. Die tue ich weg. Ich glaube, die ist zu alt. Und die Giorgio Armani Black Ecstasy, die behalte ich noch für Reisen und so weiter. Ja, Ausbeute. Wegkommen diese zwei. Es bleiben diese zwei. Nicht zwei. Ihr seht, das ist früh morgens. Das sind fünf Stück. Nein, vier. Nein, fünf. Oh mein Gott. Ja, die bleiben. Next up meine Eyeshadow-Paletten. Ich finde, meine Sammlung ist schon recht überschaubar. Ich glaube generell, ich muss mir nicht bei allem so ein schlechtes Gewissen machen, dass ich nicht so viel aussortiere, weil so viel habe ich ja nun auch nicht mehr. Klar, das Herzstück, wie ihr seht, meine drei Naked-Paletten, die sind auch alle, naja, nicht mehr so wunderschön, beziehungsweise die sieht gerade eigentlich ganz gut aus. Die ist vom Material her auch recht robust, obwohl die hier mal so Tinte abbekommen hat. Und ja, die hier sieht natürlich leider ganz schlimm aus. Ja, ihr seht auch, die ist schon relativ aufgebraucht. Ich habe die mal doppelt gekauft, weil ich die mal verlegt hatte, aber längere Zeit verlegt hatte, nämlich in einem Umzugskarton, der in der Garage meiner Eltern eingelagert war über Jahre. Die zweite hat jetzt meine Mama, aber wenn sie die nicht, also sie benutzt die halt eigentlich trotzdem nicht und naja, wenn die mal leer wäre, könnte ich die sicherlich nochmal tauschen. Aber ja, die behalte ich natürlich auf jeden Fall. Am wenigsten von den Naked-Paletten benutzen tue ich diese hier, die Naked 2, das seht ihr auch. Da habe ich jetzt hier nur ganz leicht Hitte-Pan bei dieser Blende-Farbe. Und ja, ich weiß nicht. Ich kann die, glaube ich, trotzdem nicht weggeben. Einfach jetzt gar nicht, weil da irgendwelche Farben dabei sind, die so super einzigartig sind. Wobei, wenn man jetzt mal so guckt, also ich plane zum Beispiel die hier wegzugeben. Und hier ist so ein mattes Schwarz drin und das ist hier auch drin. Und das ist hier ja nicht drin und in der Naked 3 auch nicht. Deswegen, wahrscheinlich macht es Sinn, die Naked-Paletten einfach alle zu behalten. Dann auch absolut gut finde ich die Naked 3. Die hat tatsächlich einfach nochmal ein paar andere Farben. Und ihr seht auch hier, ich benutze auf jeden Fall halt immer oft die Verblendungsfarben. Aber wie gesagt, generell, da ist mir zum Beispiel bei der zweiten auch hier diese Farbe, die ist so gelblich. Also, ich weiß nicht, bei einer sehr olivfarbenen Haut kann die vielleicht passen, aber ansonsten, ja. Aber ich würde sagen, ich bleibe mal dabei und behalte die. Trenne mich jetzt aber mal von dieser H&M-Palette. Die finde ich eigentlich ganz cool mit dem pinken Lidschatten, aber so wirklich oft macht man das dann eben doch nicht. Das heißt, die lege ich mal zur Seite. Und diese alte Catrice-Palette, ja, die war ganz nett, aber also es ist jetzt nicht so, dass irgendwo diese Lidschatten nicht in besser drin wären. Deswegen hatte ich einige Jahre, aber nun ja. Dann diese wunderschöne Palette hier von Love habe ich noch nicht ausprobiert. Und auch hier frage ich mich, ob sich das für mich überhaupt lohnt. Und die ist so schön.
Vielleicht behalte ich die auch eher noch für ein Instagram-Verlosungspaket oder so und fasse die eben selber nicht an, damit die so schön bleibt, wie sie jetzt aussieht. Oder verschenk sie halt. Ja, aber auf jeden Fall total schön. Aber ich denke nicht, dass das andere Farben sind als in den Naked-Paletten. Dann habe ich diese Palette hier von MAC. Die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen von einer Freundin. Und die Farben sind an sich woanders auch drin, wobei die hier ziemlich cool und einzigartig ist. Deswegen behalte ich die natürlich auch, weil es ein Geschenk ist. Ja, da bin ich ein bisschen sentimental. Ja, eigentlich eine ganz gute Sache, würde ich sagen. Also Paletten habe ich nicht mehr so viele, habe ich schon öfter aussortiert. Ich meine, das seht ihr ja auch. Und ja, diese drei müssen gehen. Weiter geht es mit Lidschatten. Und ihr seht schon, so viele Mono-Lidschatten gibt es nicht mehr. Das sind meine Lidschatten und Pigmente. Ich habe hier einmal das Pigment Melon, heißt es. Ja, genau, von MAC. Das behalte ich auf jeden Fall. Genauso das hier ist ein richtig cooles. Das heißt Rose. Das habe ich mal von Tanya Burke quasi nachgekauft. Sie hatte dazu ein ganz cooles Tutorial. Und das sind meine zwei einzigen momentan, die behalte ich. Bei meinen Lidschatten hier habe ich einmal diesen roten. Der sieht so aus. Und die Farbe heißt Red Brick. Und wenn ich meine Haare frisch gefärbt habe, dann mixe ich den manchmal ein bisschen in mein Augenbrauenprodukt. Das sieht dann ziemlich cool und naja, so einzigartig aus, weil es dann so richtig schöne rote Augenbrauen sind. Und ja, hin und wieder kann man den auch mal als Lidschatten verwenden, aber schon eher sowas für Special-Geschichten. So, dann Cranberry, auch ein Klassiker. Irgendwo müsste noch Club rumfliegen, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo der ist. Ja, behalte ich auch. Das hier ist Pfluff. Den sortiere ich jetzt aus. Es fällt mir irgendwie so schwer, so teure Sachen auszusortieren, weil ich alle teuren Sachen, die ich habe, irgendwie sehr bedacht gekauft habe. Aber den benutze ich einfach nicht mehr. Ja, der kommt weg. Genauso kommt weg dieser H&M-Lidschatten. Der ist auch noch unbenutzt. Diese zwei Catrice-Lidschatten, einfach weil sie genauso auch in der Naked-Palette drin sind. Die sind aber super gut von der Qualität her, muss ich echt sagen. Ich behalte den einfach, wenn ich mal so ein auffälliges, besonderes Augen-Make-up schminken will. Und so eine Farbe habe ich halt nicht in den anderen Paletten drin. Den, ihr seht schon von der Qualität her, der staubt total und hat so groben Glitzer. An sich mag ich das nicht, aber es sieht irgendwie als Mono-Lidschatten getragen trotzdem total cool aus und deswegen behalte ich den noch. Upsa. Dann wunderschön ist dieser Creme-Lidschatten von Armani. Den behalte ich auch. Und dann habe ich noch einen einsamen Kajal von Bobbi Brown. Benutze ich sehr, sehr selten, aber kann ja nicht schaden, einen zu haben in der Sammlung und deswegen behalte ich ihn. Ja, ihr seht, außerdem rausgebrannten Lidschatten das hier. Ich würde sagen, das ist auch nicht so schlecht. Next up natürlich meine Lippenstifte. Das ist nicht meine komplette Sammlung. Es gibt noch ein kleines, so durchsichtiges Acrylschälchen, wo noch ein paar mehr drin sind, aber die kommen gleich. So, ich mache es kurz und schmerzlos. Ich bin hier schon relativ sortiert. Ich werde diese Lip Butter auf jeden Fall aussortieren, weil ich die kaum benutzt habe, aber sie aufgemacht habe nach dem ersten Mal und ich mir nicht so ganz vorstellen kann, dass die noch gut ist und weil es ja ein Pflegeprodukt ist, ist mir das irgendwie zu. Nee, lieber nicht. Diesen Kiko Lippenpencil, den habe ich mir in meine Collection getan, aber kein einziges Mal benutzt bisher und ich werde ihn auch nicht benutzen und deswegen, ja, kommt er auch weg. Dann dieses Gloss von H&M werde ich auch wegtun, weil ich benutze eigentlich einfach kein Gloss. So, dann auch noch zu den Produkten, die auch wegkommen. Ich nehme jetzt diesmal der Einfachheit halber alle weg, die wegkommen und dann könnt ihr euch ja hier die Farben so schön anschauen. Ja, dieser Dior Liquid Lipstick, den habe ich auch kein einziges Mal benutzt. Ich habe mir den mal so als Versuch gekauft und dachte so, hey, das war so ein bisschen. Ich gönne mir jetzt mal ein ganz tolles Produkt und ja, ich trage aber einfach keine Liquid Lipsticks, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie der Haut an den Lippen nicht besonders gut tut. Und ja, vielleicht werde ich den sogar verkaufen, weil der war ziemlich teuer und ich finde den eigentlich auch ziemlich schön vom Packaging her und so. Und ja, schade drum auf jeden Fall. Dann auch weg kommt dieser Lippenstift von Armani. Den habe ich nur einmal geswatcht für ein Foto. Nude ist einfach leider nicht so. Nichts, was ich, wenn ich mal was auf den Lippen trage und ihr müsst ja bedenken, ich trage eh kaum Lippenstift, dann ist das nicht unbedingt meine Farbe einfach.
Gleiches gilt für diesen Love Lippenstift. Den hatte ich in meinem Press-Package von dem Event drin. Sehr schönes Rot, aber dadurch, dass ich ja nie wirklich Lippenstift trage, habe ich sowieso schon zu viel. Und wenn ich dann mal einen trage, wirklich auch nur für eine kürzere Zeit, dann habe ich hier plenty. Deswegen eigentlich schön, auch tolles Packaging, magnetisch, finde ich schön gemacht, aber lieber nicht. Ja, und die, die ihr jetzt seht, die behalte ich dann tatsächlich. Da sind vor allem die Chanel-Lippenstifte dabei, da sind auch ein paar Dior-Lippenstifte dabei und hier einer von Yves Saint Laurent. Und die Clarins-Produkte mag ich auch sehr gern, die behalte ich natürlich auch. So, als allerletztes habe ich eben diese kleine Aufbewahrung noch für euch und da ist drin einer von Dior. Und zwar, das müsste Rare Amber sein, genau. Also trage ich sehr, sehr selten nur noch, aber behalte ich auf jeden Fall. Habe ich sogar mein eigenes YouTube-Video zu gemacht. Dann sind hier auch noch meine älteren Chanel-Lippenstifte drin. Und zwar einmal ist es dieser Signature Red-mäßige, das ist genau Gabrielle. Genau, der ist natürlich auch, ich meine, der sieht natürlich gar nicht mehr gut aus hier, aber der muss natürlich bleiben. Genauso wie der Peregrina müsste das sein, genau. Da war plötzlich die Karte leer. Ich habe gerade davon gesprochen, dass ich den Cream in Your Coffee auch weggebe, dass ich mich von dem trenne. Ja. Wobei, jetzt wäre das schon wieder modern, ne? Okay, er bleibt. Ich bin auch jetzt nicht wirklich... kein wirklich starker Aussortierer. So, was haben wir da noch? Ja, das hier ist noch Diva von MAC. Natürlich auch ein totaler YouTube-Lippenstift. Behalte ich auch. Das war es dann jetzt auch erstmal. Ich packe die jetzt erstmal hier auch alle wieder ein. Das wird eine Weile dauern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ab morgen gibt es ja auch mal wieder ganz andere Inhalte. Das war jetzt so ein bisschen die September-Issue-Edition für die absoluten Beauty-Freaks. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie viele Produkte ihr ungefähr so habt oder was ihr so von meiner Sammlung haltet und so weiter. Ja, und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Bis dann. Tschüss.